Menschen sind fantasiebegabt und einfallsreich. Wenn Grausamkeit dazukommt, sind der Brutalität von Waffen keine Grenzen gesetzt. Manche sind fast zu schrecklich, um sich ihre Wirkung nur vorzustellen. In Videospielen werden sie Realität und wir müssen zugeben, dass sie uns faszinieren. Hier kommen die grausamsten Waffen in der Welt der Videospiele. Da Fallout in einer postapokalyptischen nuklearen Wüste angesiedelt ist, gibt es jede Menge zerstörerischer Waffen, die man sammeln kann. Aber keine ist so brutal wie die automatische Axt aus Fallout 3. Sie ist nur im DLC The Pit zu finden und sie ist eine mehr als würdige Ergänzung. Die automatische Axt scheint ein modifiziertes Arbeitsgerät zu sein, wahrscheinlich eine Betonsäge. Die originale Klinge wurde durch vier andere ersetzt, durch rotierende einzelne Klingen. Was du hier in Händen hältst, ist eine Kreissäge, die das Blut deiner Feinde wild in alle Richtungen spritzen lässt. Außerdem hat die Waffe eine höhere Haltbarkeit als die Standard-Kettensägenwaffe des Spiels, die der Ripper, und verfügt über noch leistungsstärkere Varianten, wenn du deine Feinde buchstäblich in Stücke reißen willst. Das Schwert ist eine der gebräuchlichsten Waffen in Videospielen. In bestimmten Titeln gehören sie auch zu den brutalsten. Das hier ist die Hochfrequenzklinge aus Metal Gear Rising Revengeance. Sie ist viel mächtiger als ein normales Schwert, dank des Wechselstroms, der durch sie fließt. Der Strom versetzt das Schwert in die Lage, durch praktisch alles zu schneiden, so dass es in fähigen Händen außergewöhnlich gefährlich ist. Wenn es sich dabei um einen Cyborg-Ninja handelt, ist es am besten, wenn die Feinde schon mal ihr letztes Gebet sprechen. Ein Hieb und jeder Gegner ist so gut wie erledigt. Obwohl die Klinge schon in früheren Spielen zu sehen war, zeigt Revengeance, wie verheerend sie in Raidens Händen sein kann. Ihr Klingenmodus ermöglicht unglaublich präzise Schnitte, die Feinde zerstückeln, wo immer der Spieler gerade schneiden will. Der brutale Ripper-Modus verwandelt jeden Gegner sofort zu Brei. Man würde nicht erwarten, dass ein einfaches Bergbauwerkzeug gegen mutierte Untote so effektiv sein könnte. Der Plasmaschneider, der ursprünglich zum Schneiden von Mineralien entwickelt wurde, wird zu Isaacs bevorzugtem Werkzeug, um Necromorphs zu zerstückeln. Er feuert Plasmastöße vertikal oder horizontal ab und gibt dem Spieler so die Möglichkeit, sich die Körperteile beliebig auszusuchen, die er von seinen Feinden abschneiden möchte. Der Plasma-Cutter bringt die einfache Freude am Verstümmeln von Monstern wie ein Schwert oder eine Kettensäge, ohne dass du zu nah rangehen musst. Und nicht nur das, der Plasma-Cutter kann upgradet werden zu noch leistungsfähigeren Versionen. Waffen mit Munition sind in jedem Ego-Shooter willkommen und die Turok-Reihe hat eine der besten. Der Zerebralbohrer feuert einen Bohrer ab, der den Kopf des Feindes anvisiert und dann auf nicht gerade diskrete Weise in sein Hirn eindringt. Natürlich ist das kein schnelles oder gnädiges Ende. Und um die Grausamkeit noch zu erhöhen, explodiert der Bohrer. Seine beeindruckende Bösartigkeit hat ihn zu einer der kultigsten Waffen des Genres gemacht. Viele Spieler erinnert das Geräusch des Bohrers auf sehr unangenehme Weise an ihren letzten Besuch beim Zahnarzt. Wenn die Landshark Gun Wirklichkeit werden würde, wäre das für Millionen Menschen ein Grund, in ein Hochhaus zu ziehen. Die Haikanone aus Armed and Dangerous funktioniert so, dass man in den Boden schießt und damit einen echten Hai auf den Gegner ansetzt. Der junge Hai wächst im Boden schnell heran, schwimmt durch die Erde, spürt den Feind auf und verschlingt ihn in einem Haps. Es gibt quasi keinen sicheren Rückzugsort. Der Hai wird immer direkt unter dir auftauchen und seine riesigen Zähne in dich schlagen. Der Ziegelstein ist eine wiederkehrende Waffe in der Timesplitters-Reihe, die bisher in jedem Spiel als freischaltbare Waffe auftaucht. Normalerweise soll der Ziegelstein zum Zertrümmern von Glas eingesetzt werden, aber es ist auch möglich, ihn einem Feind an den Kopf zu werfen und ihn damit sofort zu töten. Als Spieler diese Einsatzmöglichkeit für den Ziegel erkannten, wurde er sofort zu einer der beliebtesten bösen Waffen der Reihe. Wird der Ziegel auf eine Wand gerichtet, prallt er ab und trifft den Spieler, was ironischerweise großen Schaden an der eigenen Person anrichtet. Das sollte man einmal erlebt haben und dann darauf achten, es nie wieder zu tun.
Der Reiz der Dead Rising-Reihe besteht darin, völlig willkürliche Gegenstände in Zombie-Vernichtungsmaschinen zu verwandeln. Und obwohl viele Haushaltsgegenstände verwendet werden, um Horden von Untoten in Hackfleisch zu verwandeln, erreichte die Reihe mit dem Drill-Bucket in Dead Rising 2 ihren Höhepunkt. Die Kombination eines Bohrers mit einem gewöhnlichen Eimer führt zu dieser modernen Version eines mittelalterlichen Foltergeräts. Sobald man ihn auf dem Kopf eines Zombies platziert, macht er sich sofort an die Arbeit und sorgt dafür, dass der Zombie sich wünscht, bereits als Mensch gestorben zu sein. Der Bohreimer ist nicht die nützlichste Waffe, wenn es darum geht, große Gruppen von Feinden zu beseitigen. Aber seine schiere Brutalität und sein Irrwitz sind nicht zu leugnen. Die Super Shotgun ist vielleicht nicht die auffälligste Waffe im Arsenal des Doomslayers, aber eine der zuverlässigsten, wenn es um die sofortige Dezimierung von Dämonen geht. Die Schrotflinte im originalen Doom hatte schon eine gewaltige Durchschlagskraft, aber die ist nichts im Vergleich zu der hier. Die Super Shotgun taucht erstmals in Doom 2 auf und feuert aus zwei Rohren auf einmal, was für einen immens breiten Schadensstrahl sorgt. Aber da Doom eine der brutalsten Spielereien ist, die es gibt, sprengt sie auch Körperteile und Fleischstücke von jedem Dämon ab, der das Pech hat, vor ihr zu stehen. Das ist unglaublich nützlich, wenn du einmal in die Enge getrieben worden bist. Die Gravity Gun aus Half-Life 2 ist unglaublich nützlich. Sie kann Gegenstände heranziehen und sie dann auf Gegner schleudern. Munition wie Metallfässer, Sägeblätter und Propantanks machen die Schwerkraftkanone zu einer der tödlichsten Waffen im Spiel. Da sie nicht mit herkömmlicher Munition arbeitet, kann sie praktisch unbegrenzt oft abgefeuert werden. Ihr einziger Nachteil ist, dass man nach jedem Schuss nachladen muss, indem man sich ein neues Objekt schnappt. Schwere Gegenstände töten Gegner mit einem einzigen Treffer, wenn sie von der Gravity Gun geschleudert werden. Vor allem explosive Fässer sind als Munition absolut tödlich. Man muss nur aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht, weil der Feind auf das Fass schießen könnte, während man es noch in der Luft hält. Eine der fürchterlichsten Waffen in Elden Ring erinnert absichtlich an ein mittelalterliches Folterinstrument. Gisas Rad ist im Grunde ein großes Eisenrad mit Klingen, die laut Elden Ring Wiki Haut und Fleisch fein säuberlich vom Knochen schälen. Dieses Folterinstrument stammt vom Inquisitor Gisa, daher auch der Name der Waffe. Eine Drehung des Rads verursacht furchtbare Schmerzen, Blutverlust und die Gefahr, Körperteile zu verlieren. Geformt ist die Waffe wie ein Pizzaschneider. Ihr haltet sie am langen Schaft und oben befindet sich eine Klinge mit Zacken, die wie eine Kettensäge rotieren. Aktiviert ihr die Sägefunktion, könnt ihr eine Blutung des Gegners aufbauen, die nahezu endlos in die Höhe wächst. Eine abgrundtief böse Waffe, die auch noch phänomenal gut aussieht. War eure Lieblingswaffe in der Auflistung dabei? Wir wissen, dass wieder ein Kommentar dabei sein wird, der anmerkt, dass wir auch einfach sämtliche Waffen aus Dead Rising 1 und 2 hätten auflisten können. Das stimmt wohl, aber ein buntes Potpourri aus vielen Spielen ist unterhaltsamer. Packt eure schlimmste Waffe in die Kommentare, macht euch noch eine entspannte Woche und bis zum nächsten Mal!